Ich starte einen letzten Versuch, dem Phänomen Trump auf den Grund zu gehen. Denn wenn jemand Antworten auf die dringendsten Fragen der Moderne hat, dann ja wohl der Adel, der deutsche Adel, und ich meine nicht Tawil. Ich beschließe, das deutsche Dreigestirn der Apokalypse zu komplettieren. Ralf Möller, Roland Emmerich und natürlich Prinz Frederik von Anhalt, Ehemann von Jaja Gabor und der einzige deutsche Prominente, der öffentlich zu Donald Trump steht. Herr von Anhalt, hallo Böhmermann, Ralf Kabelke, hallo ZDF aus Mainz. Der große Mann. Ja, hier unter der große Mann. Der große Mann mit dem großen Theater. Sie schauen auch nach vorne, oder? Schauen Sie auch nach vorne? Sie schauen, also wenn nur Sie nach vorne. Nur nach vorne. Ich schaue nur nach vorne und oben runter. Und hier ist noch schöner. Hier oben ist noch schöner. Ja. Ich will mal was sagen. Ich bin ja mit dem Trump, wir kennen uns lange genug, er ist ein guter Freund von meiner Frau. Mhm. Ich kenne den Trump sehr gut. Bei den Republikanern hier in Kalifornien ist bekannt, dass ich für Trump hier bin. Es gibt wenige, die den Mund aufmachen, aber ich sag mir, das geht mir alles am Arsch vorbei. So, der Trump wird Präsident und jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Wenn der Trump Präsident wird, alle wissen, dass ich für den Trump einstehe. Ich habe das hier bei Fox, bei CNN, überall habe ich meine Interviews gegeben. Da ist das gar nicht so weit weg, dass eventuell Trump oder seine Berater sagen können, hier haben wir einen Mann, der hat für dich gekämpft, der hat für alles eingestanden, was du machst. Hör mal zu, könnten wir den vielleicht nicht nach Berlin als Botschafter oder Generalkonsul hinschicken? Er ist ja Deutscher und Amerikaner. Das ist gar nicht so weit entfernt. Kissinger. Genau so ist es. So, werden wir mal abwarten. Vielleicht hat sich das ganze Theater gelohnt. Oder? Ha! Donald Trump hat im Präsidentschaftswahlkampf gerade in den letzten Wochen jetzt vor allen Dingen Aufmerksamkeit auf sich gezogen bezüglich seines Verhaltens Frauen gegenüber. Ist das was, was Sie präsidial finden? Ja, ja. Nur eine Frau ist ja nicht gerade ein Stück Holz. Ja, ich meine, da gibt es ja so viel zu tun mit einer Frau und genau umgekehrt. Ja, ich meine, wenn man mit Frauen sagt, das zeigt doch, was Herr Trump macht, was Herr Trump mit den Frauen gemacht hat, die Rederei, die er mit den Frauen gemacht hat, das zeigt... Das war nicht nur Rederei, er hat auch richtig zugegriffen. Es gibt, da gehe ich von, hoffentlich, sonst wäre das so alles Spinnerei. Ja, hoffentlich hat er zugepackt, weil das ja viele Leute machen. Es bietet sich hier an. Es müsste heute für eine Frau müsse doch ein super Kompliment sein, wenn ich sage, hey, du bist sexy, hier, komm mal, dein Arsch und so, bist sexy. Das muss so ein Kompliment sein. Was meinen Sie, wie viele Frauen da draus rumlaufen und dieses Kompliment ihr ganzes Leben nie bekommen? Haben Sie so Ihre Frau auch bekommen? Ja, ich habe auch wohl meine Frau. Hey, da warst du aber hier und so. Ist doch normal, das ist aber ganz normal. Das macht jeder Mann. Das macht der Mann. Das macht ein Mann aus einem Mann. Wenn ein Mann sich so gibt, drücken wir doch mal ein Auge zu, was er mit den Frauen gemacht hat. Er hat sie ja nicht umgebracht, er hat sie nicht ausgepeitscht, hat er nicht gemacht. Ist das denn die neue Messlatte für politische Kultur? Er hat das sie war immer, schon immer er so. Hat, er, hat sie, er ist deswegen ein guter Präsidentschaftskandidat, weil er die Frauen nicht umgebracht hat? Also, nein. ja. Also, who cares? Es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Wir mussten quer durch die USA reisen, um zu erkennen, wenn dieser Mann für Trump ist, dann müssen wir eigentlich dagegen sein.